So, hier sind. Ach so. Ach, hier war das. Hier haben wir gar nicht alles erkundet, sehe ich gerade. Ach, der Zipfelgipfel und die Mine des Nichts. Ja, komm, da gehen wir hin. Stimmt, ey. Das war, glaube ich, so in den 600ern rum, ne? 600ern, 700ern? So in dem Dreh? Aha, ein Troll. So. Ich glaube, eine Fuge reicht nicht, weil ich dich. Also, mein Magiefood ist nicht voll. Tschüss. So, ja, sein Loot lasse ich hier liegen. Ganz ehrlich. Was soll ich damit? Ich will einfach nur die Weltwunder sehen. Also, hinüber dort. In ein paar Sekunden aber sogar eine Tür wieder aktiv. Das freut mich natürlich. Das ist er, ne? Oh, ja, das ist er. Komm, dann gehen wir mal oben drauf, oder? Mit Aiktür sollte das ja, glaube ich, gehen. Kommen wir da auch ohne Aiktür überhaupt hoch? Gut möglich, dass das Ding da eine Möglichkeit ist, ne? Weil dann schafft es und ist kurz davor, oben zu sein und dann rutscht man wieder komplett bis ganz nach unten. Kein Plan. Kann aber auch sein, dass es so geht. Zum Beispiel hier so. Ich probiere es mal. Ich probiere mal ohne Aiktür. Oh, na komm, na komm. Genau, das meine ich, ne? Das meine ich. Man schafft es genau nicht. Okay, alles klar. Ja, dann liegt hier. Und let's go. Dann schaffen wir es definitiv. So. Haben wir überhaupt mal oben drauf? Boah, ist das riesig. Da ist aber doch so ein Ding. Aber der sieht nicht so zipfelig aus wie der hier, ne? Voll geil. Und was war da noch? Die Mine des Nichts. Da hieß die Folge sogar so. Das könnte man jetzt also easy recherchieren, wann das war. Die Mine des Nichts und die Mine des Fast-Nichts haben wir auch gefunden, ne? Da war nur ein so ein Eisending zum Abfarmen und ansonsten gab es ja nichts. Dreist. Gut, wo war die? Wir laufen gerade drauf zu. Hervorragend. Und wenn wir hier irgendwelche. Stimmt. Wenn wir wie heißt das denn? Dieses Holzvieh treffen, das würde ich mitnehmen. Wegen Glibber, nämlich. Also Wurzeln ja nicht, aber Glibber ist ja dann doch schon recht praktisch. So, hier rüber. Und hier hin. Okay. Hier so ein weggebrochenes Haus. Aber ich glaube, bei diesen Sumpfhäusern gibt es kaum was, ne? Da gibt es, glaube ich, auch keine Kisten und so. Und wenn, dann immer nur mit Müll drin. So, da ist die Mine. Hervorragend. Die Mine des Nichts. Also, es wird natürlich sehr unspektakulär sein, da reinzugehen, aber nochmal zum Auffrischen will ich mir das nochmal angucken. Dicht, dicht und dicht. Danke für gar nicht. Stimmt, ich glaube, hier waren irgendwie. Da war ein Pilz und da lag, glaube ich, eine Perle. Also, es ist nicht ganz nichts. Aber, nee, Pilz müsste respawned sein, oder? Stimmt, ich glaube, hier lag einfach so Münzen und eine Bernsteinperle und das war's. Da sind ja die Pilze, meine ich doch. Komm, die nehme ich mit. Und da auch. Ja, und das war alles. Übelst verarscht. Ich dachte echt, das wäre unmöglich, dass der Generator sowas generiert. Dass sie das genau so programmiert haben, dass das hier nicht passieren kann. Aber scheinbar doch. Es ist scheinbar nur sehr unwahrscheinlich. Das ist die einzige Mine des Nichts, die wir gefunden haben. Wie ich meine, es gab noch eine des Fast-Nichts, aber da war ja immerhin Eingang. Ne? Also, immerhin einer. Also, schon echt krass. So, warte mal kurz. Ja, Zipfelgipfel-Suchbase, das war's hier, ne? Hier oben haben wir noch irgendeinen Krempel. Hier ist die Nebellandebase. Da war aber, glaube ich, auch nichts. Aber das sehen wir gleich. Ich würde einfach erstmal wieder zurückrennen. Denn das ist ja Gott sei Dank. Wir müssen doch da. Das ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Und wenn wir eine. Wie heißt das Holzvieh denn nochmal? Ach, Monstrosität. Wenn wir eine Monstrosität finden. Wäre so geil gewesen, wenn die sich jetzt gegenseitig Schaden gemacht hätten. würde ich sie mitnehmen. Aber da ist keine. Gut. Dann auf Wiedersehen. So, hier hoch. Da haben wir wieder unseren altbekannten Gipfel da hinten. Also das ist natürlich auch einer, aber wie man sieht, ist der nicht so zipflig. Sieht schon echt komisch aus, finde ich. Naja, gut.
Ich stimmt, das ist ja auch mit dem alten Generator passiert, ne? Oh nein! Dem will ich helfen. Komm mal hier zu mir. Aua! Huch! Oh. Ups. Ja toll, jetzt ist er tot. Hätte ich mir das auch sparen können. Ja. Ja, jetzt fühle ich, denke ich mir, das ist ja übel wasted, was ich hier gerade mache. Ja gut, komm. Aber aus Prinzip bringen wir ihn jetzt noch um. Wir rächen den Zwerg hier nochmal. Hörst du auf damit? So. Geht schön einen auf die Mütze. Energieschild. Scheiße, schon wieder getroffen. Drei ist. Jetzt stirb endlich. So. Ja, mit deinem Loot. Das kommt in unsere Kisten. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder zurück. Und wieder durchs Portal. Und dann nehmen wir uns das nächste vor. Schön, dass wir doch mal hier waren. Genau das meine ich. Ich hatte es schon wieder ganz vergessen. Sehr gut. Ja, und hier waren auch Karnickel, ne? Diese alten Mistland-Biome. Also, hier waren wir ja, bevor das Mistland-Update da war. Deswegen sieht das so komisch aus. Und da kann man richtig gut Karnickel jagen, weil die Monster spawnen da trotzdem. Das ist natürlich erfreulich. Hätte ja auch sein können, dass die Spawner sozusagen erst gesetzt werden, wenn die Map generated wird, ne? Aber wie man gesehen hat, da war ein Zwerg, da war ein Hässlicher und da waren überall Karnickels. Also geht das tatsächlich auch so. Finde ich natürlich richtig nice. So. Und das Portal müsste irgendwo hier sein. Ich laufe mal schnell durch, damit ich mich nicht um die kümmern muss. Ah, da ist es doch. So, hier hinauf. Verfolgen mich ja nicht mehr, ne? Ja, die verfolgen jetzt irgendwas anderes. Gut, auf Wiedersehen. So. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt mal in die Gebirgebase. Obwohl, ist das nicht das Gebirge? Nee, das hatte ich mal, ne? Das war mal unsere Gebirgebase. Und dann habe ich es umgebaut. Ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen. Mal gucken. So, ach, hier war's. Hier war doch unser Karnickeljagdgebiet. Stimmt. Und, oh, hier haben wir noch Butzen. Ruine im See. Das sah ganz interessant aus. Nebelfreie Senke. Ich glaube, das war einfach eine hübsche Naturdingens, ne? Wo zwischen Felsen einfach ein bisschen frei war. Lohnt sich aber jetzt nicht unbedingt dahin zu gehen. Hier war genauso eine Felsformation. Ja, sonderlich spannend ist hier aber nicht, ne? Ruine im See. Das ist alles so weit weg, als dass es sich nicht lohnen würde, sich das anzusehen. Und da habe ich auch tatsächlich gar nicht so einen emotionalen Wert zu. Ja, und hier habe ich Butzen eingetragen und nicht abgerissen. Das war immer unsere Kernholzquelle. Aber gut, was soll's. Ja, da würde ich einfach sagen, wir gehen zurück. Und gehen hier direkt nebenan rein. Ebenen. Oha. Da habe ich natürlich Bammel. So, wo sind wir hier? Hier ist ein Mini-Archipel. Das können wir uns nochmal ansehen. Und das war's. Glibberbaum. Mhm. Ich habe es kichern gehört. Dann ist hier doch bestimmt irgendwo ein Dreistling. Und auch das weiß ich bis heute nicht. Ist mir übrigens aufgefallen, ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei anderen Let's Playern, dass immer in den Ebenen diese feinen Pixel, da kommt er nicht mehr zurecht. Ich glaube, weil die Farben zu viel sind. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Ich glaube, das wird jetzt in dieser Folge wieder genauso sein, während ich hier langlaufe. Oh, oh. So ein Mistvieh, Alter. So ein Mistvieh. Der hat mich gerade fast umgebracht wieder, ne? Komm her. Ich brenn dich weg. So. Gut. Wo müssen wir hin? Nach da unten. Mini-Archipel. Mal schauen. Sah bestimmt ganz cute aus. Ja. Ich lass das mal mit looten. Jetzt in den letzten Folgen bringt das, glaube ich, nicht mehr so viel. Ja. So. Und dann nach hier. Und dann mal schauen. Ja, da haben wir so ein Dingens. Ist das ein Lager oder ist das so ein... Ach, das ist wieder so dieses, was ich immer Haus genannt habe, ne? Also ein Gebäude aus Stein tatsächlich. Hm. Ja,
Oh, hier haben wir wohl Teer gefarmt und da ist ein Teerblob. Von dem habe ich Angst. Von denen. Was? Ein Feuerball tötet ihn nicht? Der eine Feuerball hat ihn gerade nicht getötet, sondern er ist erst am Verbrennen gestorben. Also, ja, ein Feuerball hat ihn getötet, aber der Schaden des Feuerballs hat nicht gereicht. Und ich bin voll geteert. So, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Und ich müsste da auch an einem Teer, an der Teergrube vorbei. Ich gehe deswegen mal so einen großzügigen Bogen. Wobei ich auch ganz gerne sehen will, dass die sich bekämpfen. Na los, bekämpft euch! Machen sie direkt, sehr gut. Los, bringt sie um! Also, lieber hätte ich, dass die Terblobs die Fuhlige umbringen. Weil, keine Ahnung, die Terblobs macht man ja dann doch recht easy weg. Obwohl sie tatsächlich deutlich mehr Damage reindrücken, ne? Und dieses mit dem Fernkampf. Oh! Mini-Archipel, ja. Mini-Archipel indeed. Ich weiß nicht, ich kann ja nochmal so ein Stück weiter reingehen. Voll cool, ne? Hat was. Oh, Alter, zieh dich bloß. Ja, ist echt hübsch. Ist echt hübsch hier. Ich erinnere mich, also ich verstehe, meine ich, warum ich das damals eingetragen habe. So, gehen wir mal auf hier. Tschüss. Energieschild. So. Voll geil. Und da auch so ein paar so Nadelbäume. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Sumpfland, ne? Mit diesen Binsen. Wirkt das dann tatsächlich so sumpfig auf einmal. Voll geil, so ein Hybrid aus Ebenen und Sumpf. Weil es normalerweise bei Sumpf immer so düster mit diesem Regen ist und so. Und hier sieht es mal einfach sumpfig aus, aber es ist auch sonnig. Sonnensumpf. Sonnensumpf nenne ich's. Komm. Sonnensumpf. So. Und Mini-Archipel kann weg. Auch wenn es sehr gut auf den Punkt bringt, was ich meine. Aber nice. Schön, dass wir doch mal hier waren. Sehr gut. Ja, gut möglich, dass auch die anderen Stellen ganz schick waren. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass wir... Das war ja in den Mistlands. Und in den Mistlands haben wir schon wirklich oft schöne Orte gefunden. Oh, wow, wow, wow. Und, die sehen ja aber alle sich auch recht ähnlich aus, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr doch auch schon manchmal durch die Mistlands gegangen seid und euch gedacht habt, so, boah, Alter, ist das hier ein geiler Ort. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Hä, hey, wieso liegt da eine Nadel? Hä? Und warum liegt hier Holz? Keine Ahnung. Wie auch immer, ich verzieh mich. Wir laufen straight zum Portal und nehmen dann direkt das nächste, würde ich sagen. Oder wie ist mit Sonne? Ja, ist noch ein bisschen, ne? Da ist Sonnenuntergang. Also, keine Ahnung, wir haben es über den Daumen gepeilt. Gerade so 16 Uhr, 17 Uhr, 16 Uhr. Ja, oder eher 15, ne? Also ist noch okay. Das heißt, ein Portälchen können wir uns noch vornehmen. Und selbst wenn wir durch die Nacht müssen, na okay, obwohl es kommt drauf an, durch welches Biom wir gehen. Da, daran sollte ich mich vielleicht orientieren. Weil durch die Mistlands oder sogar Ashlands, oh Alter. Und das in der Nacht, ne? Ja, komm her. Hab ich dich! So. Und hindurch. So. So, Nebellandeportal. Ja, das kennen wir natürlich. Aber ich glaube, da waren keine Secrets in der Nähe. Ich guck mal. So. Und ich glaube allerdings nicht, ne? Hier haben wir einen Handelsposten. Den fand ich deswegen cool. Das ist halt so ein Kai, der zwischen diesem und diesem Festland war. So mitten im Fluss. Also, dass hier so ein breiter Fluss ist. Und da war ein Handelsposten. Das fand ich ganz schick. Aber jetzt auch nicht so spannend. Ich habe ein Geil gehört. Aber auf jeden Fall auch nicht so spannend, als dass wir da hin könnten sollten. Zwei Gesichter. Ja, da habe ich einen Ort gesehen, wo diese Gesichter, die manchmal so auf diesen Felsen stehen,
Und da waren zwei direkt nebeneinander. Ist jetzt aber auch jetzt nicht so spannend, ne? Ihr wisst schon. Das hat jetzt nicht so einen emotionalen Wert. Ja, ansonsten war das hier immer unsere Minentour. Ne, da habe ich immer aufgeschrieben, wie viel Geld in den Minen ist. Und ja, na komm, wo wir gerade mal hier sind, können wir es doch mal abfahren, oder? Uns hier nochmal unseren Tunnel angucken. Aha, ja, da hätte ich auch noch ein Ding hinbauen können, bin ich ehrlich. Aber was soll's. So. Ja, vor allem so viel gebaut für nur einen. Und auch hier so durchgebuddelt und so. Aber immerhin, ne? Also, dann kriegen wir bei jeder Fuhre halt 33% mehr. Ne? Ein Drittel mehr, ist schon ordentlich. Gut, wie auch immer. So, und wie man sieht, es wird gerade abends, die Sonne ist schon untergegangen. Nachtmusik beginnt jeden Moment, aber der Spot hier neben, da würde ich auch noch kurz reingehen, weil ich glaube, das geht sehr schnell. Unsere Ozeanbase mit unserem Leuchtturm. Das haben wir gebaut, bevor es auch Wendeltreppen und hier mit Marmor und so gab. Das haben wir noch vor den Nebellanden gebaut. Und deswegen haben wir ja auch noch eine Wendeltreppe aus in eckiger Variante gemacht. Dann gab es genau ein paar Aufnahmen später die Wendeltreppe. Und ich habe mir gedacht, willst du mich eigentlich flachsen? Ich habe mir so eine abgebrochen hier mit dieser Wendeltreppe. Und dann hätten wir da einfach nur ein bisschen warten müssen für das Update. Genau. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich extra mir diese Karte hier, nur für die Ozeanbase, habe ich mir die beim Dingens angeguckt, beim, was ist denn, diesen Map-Viewer, Online-Map-Viewer. Und einfach nur, um einen Spot zu finden, wo Land, sehr, sehr wenig Land, nämlich das hier und das da, mitten im Ozean sind. Und hier ist so gut wie nur Ozean in der Umgebung. Mehr habe ich hier aber auch nicht geguckt, sondern ich wollte nur das wissen. Hier liegt irgendwas drin. Wahrscheinlich Stein, ne? Und wir sind durchnässt. Na gut. Ja, da waren noch 6 Steine. Und das hier ist unser Trockendock. Wenn wir mit dem Schiff herkommen, dann habe ich hier extra hingepflastert, dass die Nägel, ne, nicht auf den Grund fallen. Und dann kann man die nicht mehr aufheben. Und ja, das hier ist unser Leuchtturm. Da kann ich auch nochmal hochgehen. Stimmt, und das Glas habe ich nachträglich dann auch mit reingemacht. Daran erinnere ich mich auch. Das waren am Anfang nur so Schießscharten und dann habe ich die doch noch mit Glas gefüllt. Fand ich ganz schick. Und hier habe ich auch überlegt, das alles mit Glas zu füllen. Und dachte mir dann, nee. Das lassen wir mal so, wie es ist. Stimmt, habe ich Holz dabei? Nee, aber hier ist Feuerholz. Dann nehme ich mal einen raus. So. Ja. Voll geil. Stimmt. Und hier waren wir immer auf Seeschlangenjagd, ne? Wenn wir Seeschlangen irgendwie jagen wollten, dann waren wir hier, haben wir hier unser Schiff hin platziert und sind dann, glaube ich, so da. Was sind denn, man sieht's hier. Diese ganzen Strecken hin und her gefahren, hier so, hier so. Hm. Mann, das waren noch Zeiten. Okay, es ist Nacht geworden. Ich würde sagen, wir gehen mal pennen, wa? So, könnte theoretisch hier nochmal den Loot kurz runterwerfen. Bin auch überrascht, dass es so flüssig läuft in der Base. Wundert mich, weil in der Base läuft es nie flüssig. Also es freut mich, natürlich, aber es wundert mich auch gerade ein bisschen. Naja gut, Schmatzi, na, fühlst dich wohl? Er ist immer noch da drinnen festgeglitscht. Ja doch, jetzt so wird es ein bisschen laggy, ne? Weil er so viele Instanzen laden muss. Aber hier, oh, ja immer wenn ich zur Mitte gucke, ist es glaube ich einfach laggy. Gut, ja, wie auch immer, gute Nacht. Guten Morgen und dann würde ich sagen, wir gehen direkt ins nächste. Macht schon Spaß, ne? Sich das alles nochmal so anzusehen. Haldor. Weißt du was? Da gehen wir zu Fuß hin. Weil Haldor ist ja direkt bei uns um die Ecke. Das war ja einer der Gründe, weshalb ich diese Map hier gewählt hatte. Stimmt, ich habe gesagt, ich habe mir die in meinem Map-Viewer das erste Mal angeguckt. Nein, halt bevor ich die Map hier erstellt habe, habe ich da schon einmal drauf geguckt. Damit wir, falls ihr euch erinnert, alle Biome, die Viecher haben, also Ebenen für Lochse, Gebirge für Wölfe und hier unten für die Schweine, in der Nähe sind. Wir aber trotzdem einen Spot für den Uralten haben, der auf einem Hügel ist.
Und deswegen war das hier der perfekte Spot für uns. Und ist er nach wie vor. Aber gut, ich hatte auch ganz vergessen. Ich bin ja mit Ilaf dann bis da hinten gegangen und dann war der Weg ja vorbei. Aber eigentlich hätte ich ihr diesen Weg ja auch noch zeigen können, ne? Weil wir haben nämlich, als die Karte erstellt wurde, war es Zufall, dass auch der Händler hier oben war. Das habe ich auch gesehen und ich dachte mir, hey, das ist ja übelst praktisch, aber das war gar kein Muss. Aber das war dann nochmal ein extra Plus, warum diese Map hier so geil ist. Und weil er so direkt nebenan ist, haben wir damals einen Wanderweg zu ihm rübergebaut. Und zwar hier lang. Ich dachte, ich hatte hier Laternen gebaut. Ach, erst nach der Brücke, ne? Stimmt. Und da fehlt eine Laterne. Da fehlt auch eine Brücke, ein Dingens. Ja. Hier haben Monster angegriffen. Da, normalerweise sieht das so aus. Und hier haben sie da und da eine Treppe weggerissen. Und das Ding hier vorne. Ist natürlich sehr dreist. Gut. So. Hey, ich wusste gar nicht mehr, dass das hier so geil aussieht. Das ist uns ja übelst gelungen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Voll Hammer. Oh. Laggedy lag, warum denn? Wahrscheinlich hat er gerade die unsere Base entladen. Kann das sein? Kein Plan. So, und hier durch. Und das meine ich, ne? Da haben wir da links und rechts jeweils immer Dinger gemacht. Und da habe ich ein Dach drüber gemacht, damit da keine Viecher kommen und die Laternen kaputt hauen. Oh, voll schön. Hier hätten wir auch gerade nachts lang gehen können, fällt mir ein. Aber gut, was soll's. Und hier habe ich immer Sorge gehabt, dass die Laternen kaputt gehen. Aber siehe da. Ja, ein paar Mal haben sie es, glaube ich, kaputt gemacht. Aber so an sich haben die sich alle gehalten. Und hier den Baum, den habe ich auch bewusst so gelassen und den die Straße so drunter geführt, dass man hier so unter dem Baum lang geht. Und hier ist Haldor. Moin! Zusammen mit Hallstein. Ach ja, willkommen in meiner Gegend, gewissermaßen. Der Bergbau ist so öde. Zum Glück stamme ich aus einer Familie von Geschäftsleuten. Ja, Bergbau finde ich auch öde. Aber Geschäfte machen und nichts anderes als das ist auch ganz schön öde. Jedem das Seine, würde ich sagen. So, aber ich danke dir auf jeden Fall für den ganzen Stuff, den ich von dir erwerben konnte. Sehr gut. Hä, warum können wir hier denn Eier kaufen? Wir haben doch hier gar keinen Boss geklatscht. Doch, müssen wir ja. Stimmt, wir haben hier die Queen geklatscht, ne? Nee. Hm. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall freut es mich, dass der hier so übertrieben praktische Sachen hatte. Vor allem der hier, ne? Den haben wir ja die ganze Zeit. Das ist ja mit unsere Standardkopfbedeckung. Finde ich so geil, diese Lampe. Und Hallstein natürlich. Hallstein liebt dich. Das ist super cute. So, haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ja, hier haben wir die Löcher, als wir die Loxe wie heißt es? Getamed haben. Aber ansonsten, ja, gehen wir mal zurück. Komm wieder. Das ist jetzt irgendwie ganz schön traurig. Irgendwann komme ich wieder. Ich versprech's. So, das war Haldor. Und dann gehen wir mal zu Haldors Schwester, Hildir. So. Die Musik finde ich so geil. Scheint so, als könntest du deine Gewandung eine Verjüngungskur vertragen. Ganz schön beleidigend. Hildir. Mal wieder. Dabei habe ich dir hier diese Kisten geholt. Mann, das war ein Akt, weißt du? Und was haben wir von dir gekriegt? Nichts. Außer vielleicht mehr Sortiment, aber was bringt uns das? Ja, und ansonsten, ja, das ist ja eigentlich nur so Vanity-Kram, ne? Stimmt, und hier gab es das Feuerwerk. Extravagante Kappe. Hm. Ja, ansonsten nur Klamotten. Ja. Dafür hat sie einen abgefahrenen Wagen. Muss man wirklich, also, das muss man wirklich sagen. Not bad. Da lässt sich doch drin chillen. Weil, dass sie die ganze Zeit keine Angst haben, dass sie angegriffen werden. Also ich meine, klar, die haben jetzt zwar diese Kugel um sich rum so, ne? Ist die eigentlich auch hier drum? Ja. Ja, tatsächlich. Mit diesen Steinen hier, ne?
diese Runen halten wahrscheinlich das alles ab, aber hätte schon irgendwie Bammel. Huch. Oh, Ausdauer, gut. So. Blaubeere und Hallon. Hallon liebt dich, Blaubeere liebt dich. Super cute. Jo, so. Und hier war aber nichts anderes von Interesse, ne? Olympus Mons bei der Drachenmutterbase. Aber das kommt ja gleich erst. Ja, und deswegen würde ich tatsächlich auch mich hier verabschieden. Danke, Hildir, für nichts. Dein Bruder hat mir viel mehr geholfen.